der letzten Episode. Nee, ich will jetzt keinen Bären jagen. Er wollte einfach nicht. Ja, wir haben hier genug zu essen, ist kein Problem. Aber gar kein Problem. Ja, die werden immer mehr. Ach du Schande. Ist der Bär auch schon zurück? Okay, also wenn das richtig ist, sind hier 8 Notfallspritzen in dieser Region. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Salon Dark im Interlopum, im Schleichermus, Entschuldigung, in der Folge 69. 60, genau, wir sind jetzt zwischen 60. Wir haben die Inventur hier gemacht am Bauernhaus. Ich wollte eigentlich schon aufbrechen, aber ja, es gibt hier noch ein To-Do, was wir noch auf jeden Fall erledigen müssen, bevor wir, untersuche das Signal im idyllischen Tal. Hm? Das müssen wir machen. Das heißt, wir gucken mal, ob das jetzt Aurora gibt, wenn wir doch jetzt schon Nacht haben. Bin ich zu sicher. Wir machen das mal so. Wir nutzen jetzt den Schlafsack, damit es ein bisschen schneller geht und schlafen mal 2 Stunden. Okay, alles klar. Das ist das, worauf wir gewartet haben. Wie bitte was? Es gibt hier Schneehühner am Bauernhaus. Echt? Das ist mir neu, tatsächlich. Na gut. Ja, die muss wohl... warte mal, gib mal nur... Halt, nein! Ist nicht so weit weg. Nicht so 100% sicher. Es soll angeblich hier eine geben. Es soll nördlich der langen Kurve sein. Das heißt, wenn ich hier schaue... Halt. Ja, hier sind wir ja. Achso, dann ist das hier drüben. Ah, okay, alles klar. Ich dachte, das wäre jetzt hier. Aber es ist wohl hier dann. Wir müssen tatsächlich darüber. Okay. Der Wolf da rechts am Bildschirmrand ist mal wieder in seiner Schleife gefangen. Haben wir echt Kaffee? Ja, wir haben gerade getrunken. Mal gucken, wo der genau ist. Ist das... Das war's jetzt mit der Aurora oder was? Also Signal ist hier schon stärker. Sieht man ja in diesem Nädelchen. Weiß aber nicht, was das bedeutet. Es macht nicht mehr dieses Düt-Düt-Düt. Wir gehen einfach mal. Ich hoffe nur, dass wir jetzt keinem Wolf begegnen. Hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, ich weiß. Okay. Irgendwie fehlt der Ton, habe ich das Gefühl. Das sind die Wölfe da hinten. Es scheint schon richtig zu sein.
fehlt halt der Ton. Ja, das hatte ich schon gehabt. Okay. Jetzt kommt wieder der Ton, okay. Es hatte wohl eine Fehlfunktion. Der Bär sollte noch nicht zurück sein, meiner Meinung nach. Ist man noch hinter uns? Ja, dann machen wir doch den Tag zur Nacht, die Nacht zu Tag oder wie rum auch immer. Ist er da oben dann oder was? Scheint ist er da oben. Er ist schon hilfreich, wenn man zumindest ein bisschen weiß, wo die Sachen sind. Wenn er nicht gar zu sehr ins Nirvana läuft. Komm auf jeden Fall näher. Sehe ich hier oben? Ach, guck mal, da unten. Da sieht man schon was. Da ist er. Brennt der Horizont. Gut, dann drin. Das hat von der Kleidung dann schon gepasst. Wie geht's dann wieder raus? Nee. Da oben geht's raus. Ach du Schande. Nice. So, dann mach ich mal euch Licht und mir natürlich. Gut. Ah, der Stoff, ja, um Gottes Willen. Nicht so allein. Also der Fließkappe, okay. Kampfstiefel, naja, das ist ja auch nicht schlecht. Lass es erstmal liegen. Relativ groß das Ding tatsächlich. Da liegt noch einer. Das gibt's immer noch echt. Noch ein Messer, okay. Wir werden die Inventur hier noch ein bisschen vergrößern. Da ist der Mais. Yes, Mais. Da ist Wasser, okay. Und Kaffee. Dosenschinken. Ist das nicht auch in dem Rezept drin? Warte mal, Logbuch der Sicherheitschefin. Ein Pullover. Boah, das schläft sich sehr schön. Und noch ein Buch. Gut. Da haben wir auf jeden Fall noch Drähte, die müssen wir da wahrscheinlich mitnehmen. Noch ein Hammer. Thank you. Na, dann ist ja okay. Befragungstranskript und eine Sicherung. Ja, okay, ist eine Autobatterie hier. Wo habe ich das? Habe ich das nicht auch noch aufgeschrieben hier? Ne, das war Werkzeug-Eck, gell? Ja. Schreiben wir das halt so auf. Wie länger kann ich dieses Lasting? Ach so. Session 12, Project Medical Officer interviewing Patient 7. Back to the third instance. Find the bridge between them.
Trying to. Okay. It starts the same as every other time. A dark room. Square. I feel the wall behind me, and I can barely make out the walls to the right and left. Smooth, like steel or glass. I can't see the wall opposite me. It's too dim. I walk forward, and that's when I notice it. Every time. The pit. Just a hole in the floor, really. It's funny, the floor seems to slope a little bit as it reaches the edge. But the floor is made of bricks. Bricks that start to bend, best I can tell. And the end? The last image you can remember? That's when it shows up. What shows up? Can you describe it? From across the pit, where the other wall should be, something darker than everything around it, sort of floating. It moves to the edge of the hole. No face. Just a moving shape. A shadow. Is it me? My face? God damn it. Man, that's when I wake up. Every damn time. Mhm. Das war mit Geräuschen sozusagen. Okay, interessant. Gut, ein paar Socken. Interesting. Industrietoilette. Ja, ja, mach das mal aus. Es ist wieder viel zu viel Öl verbrannt. Alter, also, das ist noch ein Dosenöffner. We ran power to Rüdiger's machine for the first time yesterday. It was nothing like what they predicted, even at half energy. I still have no idea what the endgame for all of this will be. The whole project. And I'm seeing now that few of the men building it do either. It's all over their faces. All this time underground isn't helping their morale, but I'm confident our fragile truce will hold until we're finished. We worked hard to make it this far after what happened to Team 3. But afterwards? Impossible to say. Interesting. Nichts Genaues wissen wir nicht, aber wir haben das Ziel abgeschlossen. Genau. Jetzt müssen wir nur noch Sender reparieren. Alles klar. Das gehört anscheinend dazu. Gut, ja, ich würde sagen, ab ins Bett. Du Schande, guck mal, wie spät es ist. Ich fürchte, wir bleiben noch einen Tag hier. Okay, nein, du sollst hier schlafen. Machst du das immer, wenn du ins Bett gehst? Also, das sind noch vier, sagen wir mal, wenn wir großzügig sind, 5 Stunden bis Sonnenaufgang. Und dann gibt man dir noch 3 drauf. 109 Tage, 14 Stunden Finsternis. Wie viel Platz hast du noch? Naja, nicht wirklich viel. Okay, zumindest ein bisschen können wir laufen damit. Also da waren wir ja dran, genau. Wir müssen nur die losen Sachen aufnehmen. Das ist noch Metallschrott. Ne, das war eine Schraube. Da oben scheint nichts zu sein. Well, this stuff will come in handy. 2,18 Liter Öl, okay. Keep doors door locked at all times. Immer zu jeder Zeit verschlossen halten. Okay, mach das mal aus. Komm mal so raus. I can't carry this any further. Also bist jetzt komplett schwer, okay. Können wir irgendwie den Travois platzieren oder ist das jetzt ein Problem? Wo ist er denn überhaupt? Gut. Das hilft auf jeden Fall. Okay, das reicht tatsächlich. Dann geht es jetzt wieder zurück zum Bauernhaus. Das alles mal aussortieren und ja, noch einen Tag hier bleiben, weil so möchte ich mit dem Auge möchte auf keinen Fall weiterziehen. Na gut, vielleicht so.
hier kommen wir gar nicht runter. Na schön. Achso, vielleicht sollte man das Ding noch einzeichnen. So, da sind wir wieder. Wir haben es extrem weit geschafft. So, ja genau, hier ist nichts. Das ist ein Staatsgeheimnis, das zeige ich mal nicht auf Karten. Okay. Interesting. Ja, das kann halt sein, dass wir die... ja, jetzt ist halt die Sache. Wir haben noch zwei Sender, die wir reparieren. Das bedeutet, wir werden auf jeden Fall noch weitere Luken finden müssen. Wir wissen, dass eine im Stummflusstal relativ nah am Eingang ist. Ich habe schon gesehen, es gibt auch eine im Bleak Inlet und dann weiß ich nicht, was mit der letzten ist, mit der vierten, ob die dann irgendwo in den fernen Gebieten ist. Da muss ich nochmal gucken. Aber jetzt, das heißt, es könnte sein, dass das alles zur Tail gehört oder wird die Tail dann abgeschlossen in den fernen Gebieten? Das ist wirklich sehr rätselhaft. Ja, und da muss ich dann sagen, da cheat ich dann schon ein bisschen. In dem Falle schon. So. Na dann. Bauernhof auf ein neues. Nichts mit Aufbruch. Stimmung. Inzwischen ist schon Mittag. Das ist gar nicht so schlimm. Wir werden heute natürlich nicht mehr viel machen. Ich werde jetzt auch nicht kochen oder sonst irgendwas. Wir haben extrem viel Futter hier. Und das lassen wir dann auch erstmal so. Kann durchaus sein, dass wir, wenn wir dann mal auf Puma-Jagd gehen sozusagen, also Jagd in Anführungsstrichen, dass das hier eigentlich auch eine gute Basis wäre. Also ich sag mal, gerade jetzt, wenn du da dich um den Bauernhof aufhältst, und das ist ja nun mal eine ziemlich gute Region tatsächlich dafür, weil das ja so offen ist. Und du hast dann so viel Futter da. Plus das, was du noch kochen kannst. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist dann der Mais, den du dann halt brauchst für dieses Thomsons Stew oder was immer das auch heißt. Du nach Thomsons Art. Es gibt natürlich auch noch andere Dinge, die man hier finden kann, aber das kann man zu einer späteren Gelegenheit machen, zum Beispiel wenn man kartiert. Da muss man ja sowieso gründlich durch die Gegend gehen und guckt dann einfach, dass man halt... wenn Aurora ist, dann einfach mal, da kannst du halt da nicht durchschlafen, da musst du dann halt nur in Sessions schlafen, damit du da auf jeden Fall nichts verpasst. So, da ist der Bauernhof. Haben wir den Wolf da umrundet? Da umgangen? Nein, wir machen jetzt kein Feuer. Nein, wir machen jetzt kein Hotfire, okay? Wir müssen eh rein, um die ganzen Sachen abzuladen und die Inventur entsprechend zu berichtigen. Da kannst du dich eh aufwärmen. Und dann guckt man einfach, dass wir den Rest des Tages wahrscheinlich nur quasi verwarten, damit wir am nächsten Tag dann aufbrechen können. Da taucht das Wasser auf. Keiner hat es geklaut, Gott sei Dank. So. Okay. Da kannst du auf jeden Fall mal die Autobatterie rausholen. Barely. Ich würde ja sagen, no, du kannst nicht laufen. Aber geht. Hallo, hast du nicht eine Autobatterie aufgenommen?
Dann korrigiere ich das schon mal. So, dann nennt sich das ITB. Das Ding kannst du aufnehmen. Gucken, ob wir noch... Ich glaube, wir hatten noch eine Tanne gefunden, richtig? Nee, wir haben 5 Stöcke. Zwei Bücher. So, den Zunder noch, den zählen wir aber nicht. Okay, so, Futter. Wie sieht's da aus? Da haben wir ja doch was gefunden. Und zwar noch einen Kaffee. Das heißt, wir haben 5 Kaffees. Wir lassen den ganzen Mais hier und das Ham. 2 Spitzenpfirsiche. Den Rest nehmen wir mit. Gut, alles klar. Wie nennt sich das? Dosenschinken, okay. Ich nenne es mal nur Schinken. Es wird sicherlich keinen anderen hier geben. So, das war das. So, dann gucke ich nochmal Dose. Haben wir noch eine Dose? Nein, doch 2. Wir haben nochmal 2 Dosen. Halt, wo ist die andere? Da. Okay, dann geht es hier drüben nämlich weiter. 2 Dosenöffner. Und noch jede Menge hierfür. Genau. Was immer du auch sagst. So. Also haben wir 3 Dosenöffner, 2 Magnesium und eine Seenot mehr. Gut. So, dann gehen wir nochmal hier drunter, weil jetzt haben wir nämlich, ja gut, das nehmen wir mal mit. Ist okay. 32. Dann ist es halt so. Hier sind wir fertig. Medizin, guckt man dann drinne. Kleidung auch. Futter haben wir jetzt schon geregelt. Das gehen wir auch drinnen durch. Und das ist auch nichts für draußen. Okay, alles klar. Dann gehen wir erstmal oben rein, weil dann kann ich nämlich, wenn ich in den Keller gehe, dann auch noch die andere Sprühfarbe mitnehmen. Das ist gar nicht so schlecht. So, dann nehmen wir die schon mal. Also, wir haben noch die Kampfstiefel. Ich glaube, mehr Schuhe waren es nicht. Nee. Das sind tatsächlich die ersten Kampfstiefel, krass. Nicht schlecht, okay. Noch ein dicker Wollpullover, genau. Dann haben wir 2. Fleecekappe. Wollsocken. So, dann haben wir noch einen Stoff mehr. Genau. Ansonsten sehe ich jetzt nicht, was wir hier noch rauslegen. Wir haben hier nichts mehr, was da reinpasst. Und kleidungstechnisch ist das, was wir anhaben bzw. wechseln können. Dann heißt es jetzt in den Keller. Den Rest noch hier ablegen. So, also, wir hatten einen Metallschrott. Das ist genau. So, jetzt geht's los. Was haben wir jetzt hier? Warte mal, lass mir so einen Metallschrott eintragen, sonst vergesse ich das wieder. Also, was haben wir alles? Also, Messer, noch 2,18 Liter Öl. Hammer. Gut. Das war natürlich noch nicht alles. Wo haben wir eigentlich die ganze Sprühfarbe hin? Die haben wir gar nicht hier irgendwie speziell gebunkert, oder? Dann machen wir ein neues Fach auf. Okay, gut. Das waren 2 Sprühfarbe. Ich denke, der Rest ist soweit okay. Das behalten wir. Das behalten wir. Das behalten wir. Kleidung. Medizin. Da könnte ich noch mal oben durch. Ich will ja eh nach oben, von daher passt es ja. 46,7 ist natürlich reichlich, aber das liegt auch ein bisschen am Futter. Bin natürlich unterwegs nicht den Sattbonus verlieren, das wäre ein bisschen schade. Medizin, genau. Das war die Geschichte. Das behalte mal.
Antiseptikum, Tees. Sehr viele Energy-Drinks, aber so ist es halt. Schmerzmittel. Nee, eigentlich können wir nichts rauslegen. Die Dinger werden wir auch bald verwenden. Nee, ist so. Ist so, meine Gute. Aber wo ist so? Wir gehen mal raus und essen mal. So. Und dann werden wir einfach den Rest mit Warten verbringen. Wenn ich, doch, wir könnten die, warte mal. Wir könnten, ich will gerade mal gucken. 4, 6,7. Wenn wir die alle zusammenbasteln, verlieren wir Gewicht oder ist es egal? Ja, 350 Gramm. Okay, alles klar. Verlierst also 50 Gramm pro zwei Birkenrinden. Okay. So. Nein, wir warten. Ganz einfach. Wir warten viele Stunden. Wir machen heute nichts mehr. Ich möchte einfach am nächsten Tag aufbrechen. Der Blizzard kann toben von mir aus. So, jetzt haben wir Abend, 6 Uhr. Okay, das passt. Trinken, schlafen und am nächsten Morgen nochmal speisen und dann Abreise. Gute Nacht. Okay, auf den Blizzard folgt Sonnenschein. Gut, dann essen wir uns jetzt mal komplett satt. Wolf mal zur Abwechslung. Nicht zu einseitig essen. Und dann sind wir hier fertig. Und wir haben uns leicht getrunken. Nice. Aber wieso? Wir hatten noch 46,35 Kilo. Wie sind wir? Haben wir so viel getrunken jetzt in der Zeit? Wir haben immer noch 2 Liter. Das ist doch super. Gut, Aufbruch. Abhauen heißt es. Das war das idyllische Tal vorerst. Irgendwo sind hier Schneehühner. Ich weiß aber nicht genau wo. Sind die da vorne echt? Ja. Und es ist nur eines. Es könnte auch sein, dass es ein bisschen verwirrt ist. Das Lustige ist, der Punkt geht an, du kannst es aber nicht nehmen. Reichlich kalt, Zeit abzudüsen hier. Zeit abzudüsen. Ja, das Gute ist, wir können tatsächlich das Seil rauf. Das ist gar nicht so schlecht. Insofern wir dürfen, natürlich. Das ist klar. Nur mal interessenshalber, wie lange waren wir jetzt hier drin? Das kann man eigentlich in der globalen mal gucken, weil wir waren vorher nur einen Tag. 15, okay, das geht noch. Aber das wäre dann schon tatsächlich, im Interloper zumindest, wäre das schon so, wo du sagen müsstest, okay, wir können nicht mehr so lang bleiben, wenn wir nicht unbedingt uns mit dem Puma anlegen wollen, natürlich. Wir können nicht mehr so lang bleiben, wir müssen mal abdüsen. Im Schleich haben wir 10 Tage mehr, also das wäre jetzt, wir hätten jetzt quasi Halbzeit. Ja. Nicht schlecht. Vorne ist das Seil. Wir könnten zwar auch den versuchen, den Hang hochzukommen, aber mit dem Seil gehen wir auf jeden Fall auf Nummer sicher, dass es uns auf keinen Fall eine Verstauchung erleiden. Gut. Dann schauen wir mal. Ja, die Baumstümpfe in der Ferne, die werden so quasi so, wie ihr es rechts oben in der Ecke anseht, einfach so als, ja, Würfel ist es nicht wirklich, aber etwas merkwürdig klobig angezeigt.
so hoch. So, alles klar. Das ist dann, also wir sind jetzt hier das Seil hochgeklettert und wir gehen jetzt einfach nur über den Berg. Das heißt an dem Felsen vorbei. Ich glaube da links dieser, rechts oben in der Ecke, dieser Felsen, das müsste der Rätselfelsen sein oder ist das der, wo wir jetzt gerade drauf zulaufen? Irgendwo haben wir Munition abgelegt, haben sie aber nicht wieder aufgenommen. Und ich weiß gerade nicht wo. Es könnte sein, dass es noch in der Kreuzung ist. Und wir es aber nicht aufgeschrieben haben. Kann das sein? Oder war das in der Nähe? Also ich bin jetzt ein bisschen irritiert, wo die ganze Munition hingekommen ist. Ich bin echt etwas irritiert, wo die Munition hingekommen ist. Das ist der Weiße Berg, okay. Oder so dazwischen quasi. Sag mal, was ist dein Problem, Junge? Oder was? Du hast jetzt nicht weiter nachgeladen. Jetzt hast du nachgeladen. Wow. Ja, komm weg damit. Wir werden uns irgendwann mal wundern, warum hier überall Fleisch rumliegt, aber so ist es halt. Speziell bei der Kartierung, schätze ich mal. Aber da werden wir dankbar sein, wenn wir dann mal sehen. Ah ja, guck, Gott sei Dank liegt hier Fleisch. So. Ja, ich bin gerade ein bisschen irritiert tatsächlich, wo die Munition ist. Ich hätte jetzt schon gern mitgenommen. Aber wir hätten jetzt eigentlich weit über 100 gehabt. Aber gut, hier haben wir 43. Lass mich mal schauen, wenn wir hier reingehen. Nein, das ist falsch. Du musst erst das auswählen. Achso, Munition haben wir und als Werkzeug oder was? Lagerbüro liegt einiges, okay. Na gut. Stimmt, die Federn. Nur abchecken. Natürlich waren wir hier. Ich denke, wir waren noch im Hochsitz. Ich schaue trotzdem mal durch. Aus dem Kräz da vorne auch, was? Okay, also wenn hier wenn hier die Schösslinge fehlen, dann waren wir garantiert hier. Ja, Junge. Mhm. Natürlich. Gut, gut. So, jetzt müssen wir irgendwie runterkommen, weil warte mal, da vorne ist der Eingang. Also ist es doch der Fels, der dunklere von den beiden. Okay, alles klar. Wenn du den anvisierst, dann kommst du in ein Rätsel. Den muss man sich halt ein bisschen merken. Ah, jetzt wird es neblig, okay. Nebel. Gut, in der Höhle wärmen wir uns jetzt wieder auf. Das ist kein Problem. Und dann werden wir uns auch wieder die Prozente regenerieren. So. Der Hirsch. Ja. Komm, du Krebs. Renn mit dir. So, ist nur noch halb voll. Oh, das reicht.
So, einmal wieder die Abkürzung. Und es reicht ja nicht zum Aufwärmen. Gut, wir gehen nur hier durch. Sieht auch nicht danach aus, als wären hier Kohlen neu gespawnt. Zumindest gibt es aber Stöcke. Ein Stock. Naja, ich sehe keine Kohlen. Ist aber auch egal. Das waren zwei Stöcke. So, kannst du mal den Rucksack droppen? Den Rest schaffen wir auch so. Steht eine Dose. Eine Losdose. Komm. So, da sind wir wieder warm. Sehr schön. Dann heißt es jetzt durch den gewundenen Fluss. Halt, warte mal. Zeichne das mal ein. Inzwischen ist es auch warm genug. Genau, sehr schön. Okay. So, dann heißt es jetzt zum Damm natürlich. Ja, die Jungs sind bei uns heute extrem ungehalten. Ich weiß auch nicht, was mit denen los ist heute. Also heute sind sie echt ziemlich auf Krawall gebürstet. Dass so der Montagsblues ist. Oh, die arbeiten wieder alle, kümmern sich nicht um uns. Welch Frevel. Ja, gefüttert habe ich sie schon. Also daran liegt es nicht, aber sie sind trotzdem am Rumkrakeelen. Es ist auch nicht so, dass es kalt ist, dass man jetzt sagt, ja, wir müssen jetzt halt zumachen, damit die Wohnung nicht auskühlt. Ich habe hier bei meiner Ecke 28 Grad und ich denke mal, das dürfte auch die Temperatur draußen sein. Normalerweise legen sie sich dann eigentlich auf den Balkon und genießen noch die Sonne, die übrigens noch scheint. Aber anscheinend nicht. So, da vorne gibt es nochmal Federn. Nee, das ist ein Stein. Achso, da vorne erst. Ja, easy. Es sind auch 28 Grad draußen. Das ist gar kein Problem. Kein Grund, sich zu beschweren. Doch, da. Ich kann sagen, gibt es doch keine. Zwei Stück. Ja, da kommen wir wieder, wie waren wir jetzt schon? 11. Gut. Na komm, wir lassen das mal mit dem Baumstamm. Wenn du da wieder runterfällst, dann brichst du wieder die Knochen. Einfach nur durchschlappen. Also eben ist die Folge 3 Strikes rausgekommen. Und sein Weilchen her. Wie bitte was? Die sind da oben oder was? Ja, wir werden ja dann sehen. Wobei der Revolver reicht. Der Bogen reicht auch. Der Bogen reicht auch. Ja gut, wir haben 13 Pfeile. Wie viele Pfeilspitzen haben wir hier? Ja, das ist wieder unter Material. Ja, wir könnten Material mitnehmen. Hängt ein bisschen davon ab, wie viele Schösslinge wir haben. 6 Stück. Ja, das wäre einer. Der ist anscheinend tatsächlich hier oben. Das klingt zumindest so. Als wäre er nicht da unten. Hm.
Wie unsere Katzen. Nein, da unten ist das Kaninchen. Okay. Jetzt geht erstmal wieder zurück. Gut, dann kommen wir wohl ohne Wolfskontakt durch. Sofern wir natürlich über den Grat kommen. Das darf man ja nicht unterschätzen. Warte mal gucken, haben wir echt den Damm eingezeichnet? Den haben wir nicht. Das machen wir vielleicht auch noch. So, dann hoffen wir, dass die Krawalltüte nicht auch noch hier raufkommt. Das Reh gibt es halt immer noch. Das ist nichts. War das nicht auch im Interloper, wo wir das... Ach, guck mal. Metallschrott. Und leere Kiste. Ich dachte, ich den Metallschrott übersehen. Scheint schon. Aber im Interloper haben wir doch hier die weggeknöppelt und dann war in der Kiste, die hier war. Okay. Naja, wir haben ja Zeit. Da war was drin tatsächlich sogar. Ja, nice. Ah, inzwischen ist es aufgeklärt. Immer noch ein Metallschrott. Achso, wir sind hier nur durchgelaufen. Okay, ich verstehe. Okay, da liegt auch noch Metallschrott und Zunder. Schön dranbleiben und diesen extrem hochaufgelösten Texturen. Als würde man ein PlayStation 1 Spiel spielen, hier irgendwie gefühlt. Das ist schon komisch, weißt du, wenn du links die Wand hast, die extrem unscharf ist und wenn du da hinten die Felsen anguckst, die extrem scharf sind. Die wären auch nicht höher aufgelöst, wenn du näher kommst, das ist halt so. Muss ich dann nochmal gucken, ob wir da in diese Röhre schon geschaut haben, da hinten. Ne, das ist alles Stein. Hier ist noch eine Feder. Da ist nichts drin. Okay, da kommst du nicht weiter. Wenn, dann wäre das hier. Oder wäre das, ist das die andere? Warte mal. Ne, das ist nichts. Gut. Da liegt noch ein Stoff. Ich denke, wir sind wahrscheinlich nur hier rumgelaufen, um den Damm zu begehen. Aber nicht so, um das halt alles so super gründlich abzugehen. Okay. So, dann machst du hier noch eine Kartierung. Genau. Ach du Schande, hast du gleich den kompletten Rätselsee mit kartiert, echt? Ja, viel mehr ist hier nicht mehr zu kartieren. Hier drin? Echt? Wieso? Also der ist Dreck. So, dann gehen wir mal hier rein. Hm, ja, komm. Hundefutter. So. Versuche nicht mal ein bisschen leichter zu machen. Ein paar Sachen kann man wahrscheinlich hier ablegen im Damm. Mit entsprechend folgender Inventurkorrektur. Wobei man sich fast schon überlegen könnte, ob man den Metallschrott sogar mitnimmt, wenn wir den jetzt hier einfach gefunden haben. Ja, das macht wahrscheinlich Sinn. Ja, ich erwarte jetzt hier keine neuen Funde. Das würde mich extrem schwer wundern. Auf der anderen Seite auch wieder nicht, weil ich doch manchmal Dinge übersehe. Das checke ich jetzt aber nicht ab.
gut. Ja. Den oberen Damm, den machen wir dann in der nächsten Folge. Wie schon gesagt, wir machen noch die Ablegeaktion und Inventurkorrektur, bevor wir dann zum Lagerbüro gehen, das dann auch das heutige Ziel am Abend ist. Wir gucken noch, ob wir die drei Pfeile noch fertig bekommen, die ich gerne machen würde. Das wäre halt schon, ja, das wäre mir schon sehr recht. Ich würde aber die restliche Munition hier lassen, weil ich vermute auch, dass wir in Milton wahrscheinlich genug finden. Und da heißt es halt auch Milton. Wahrscheinlich die Luke. Im Stummflusstal müssen wir dann wahrscheinlich suchen. Ich muss mal gucken, wo die anderen Luken, Querstrich, Bunker sind. Nur, dass ich halt weiß, also wie schon gesagt, ich weiß, dass einer im Bleak Inlet ist, auf jeden Fall. Da muss ich halt gucken, wo der genau ist, ob man da großartig rum muss. Und ja, und wo der vierte dann im Bunde ist. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.